Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Taufe Jesu heute bildet eine Art Endpunkt. Wir haben Weihnachten gefeiert, die Geburt, haben an die Beschneidung Jesu gedacht im Tempel und an den 12-Jährigen dort. Heute ist Jesus erwachsen. Er will seinen Weg gehen. An den Anfang seines Wirkens tritt die Taufe. Sie wird auch zum Symbol unserer Taufe. Ich lese die Lesung aus dem Römerbrief im 12. Kapitel. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dasselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist eines der anderen Glied. Wir haben mancherlei Aufgaben nach der Gnade, die uns Gott gegeben hat. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.